Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, es geht hier um zwei Dinge. Es geht zum einen darum, dass es nicht selbstverständlich ist und nicht häufig vorkommt, dass eine Volksinitiative 100.000 Stimmen sammelt, um ein Anliegen aus der Bevölkerung in den Landtag zu tragen. Das finde ich toll, das finde ich wichtig, und dafür schon mal ein herzliches Dankeschön. Durch die Volksinitiative ist es gelungen, dass wir uns heute im Landtag wieder mit dem Thema G8, G9 beschäftigen müssen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen in NRW alles andere als Politik verdrossen sind. Sie möchten sich einbringen, sie möchten ernst genommen werden und ihre Themen hier auch vertreten wissen. Es führt nicht zu Politik, sondern zu Politikerverdrossenheit und entsprechende Wahlmüdigkeit, wenn durch die Ablehnung einer solchen Initiative die Ohnmacht der Menschen bei politischer Mitwirkung wieder einmal aufgezeigt wird. Handeln Sie, lassen Sie zumindest das Thema nicht einschlafen. Beenden Sie die Initiative nicht jetzt und hier, lassen Sie uns weiter darüber sprechen, dann zeigen Sie, wir nehmen die Menschen ernst. Dann, meine Damen und Herren, braucht es auch keine Wahlurnen im Hauptbahnhof oder irgendwo im Supermarkt, wie das jetzt verhandelt wurde, um eine höhere Wahlbeteiligung zu erhalten. Inhaltlich wissen wir, dass die überhastete und unvorbereitete Einführung zum Schuljahr 2005/2006 ein Fehler war. Wir wissen auch alle von den Problemen, die mit der Verkürzung einhergehen. Die Fehler sind die Verdichtung der Inhalte in der Sekundarstufe 1, die Entkopplung des Gymnasiums von den Bildungsgängen anderer Schulformen und dass am Gymnasium zum Abschluss der Sekundarstufe 1 keine mittlere Schulabschluss mehr verliehen werden kann. Frau Bär, Sie sprachen gerade von verlässlichen Parametern, die jetzt hier hergestellt werden. Mich stört so ein bisschen in der Diskussion, dass es im Moment tatsächlich nur noch darum geht, wie ist das zu organisieren, wie schaffe ich eine Erleichterung. Die grundsätzliche Kritik am G9, die geht hier so ein bisschen unter. Und ich zitiere mal, dass, mit Verlaub, Herr Präsident, das Alter von 10 bis 15 Jahren ist eine der größten physischen und psychischen Umbruchphasen im Leben mit Wachstumsschüben, die zu Ermüdung und Erschöpfung führen können, neuronalen Veränderungen, Hormonschüben, die Stimmungsschwankungen auslösen, neuartige sexuelle Empfindungen, soziale Prozesse und so weiter. Genau die in dieser Lebensphase schlägt das G8 ohne Rücksicht zu. Das ist gar nicht von mir, das ist nämlich von der Kollegin Bär. 2008 hat sie das hier gesagt. Und ich frage mich tatsächlich, ob die Vereinfachungen des G8 diese ganzen Sachen ausräumen können. Das wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage der von Ihnen soeben angesprochenen Frau Kollegin Bär zulassen? Selbstverständlich. Ja, das ist sehr nett, Frau Kollegin. Ich möchte Sie fragen, ob Sie zur Kenntnis nehmen, dass seit 2008 in der Tat einiges passiert ist und wir ja wirklich auf die Schulen gucken können, wo ein gelingender Prozess ist. Ich will noch mal das Gymnasium Alsdorf mit der Dolton-Pädagogik nennen, die durch ihre Rhythmisierung eben genau diesen Fragen auch entgegenkommen. Und diese Schulen jetzt nicht wieder in eine Rückabwicklung zu stürzen, das ist doch die Abwägung, sondern alle nach vorne zu bringen, um solche Konzepte zu verfolgen. Können Sie dem zustimmen? Also ich stimme Ihnen erstmal zu, dass es durchaus Schulen gibt, die es schaffen, die eine große Anstrengungsbereitschaft da zeigen. Wir wissen aber auch, dass nicht alle Schulen schaffen und dass in der Schülerschaft, in der Lehrerschaft, in der Elternschaft bei vielen einfach der Wunsch da ist, zum G9 zurückzukehren. Wir sagen auch ganz ehrlich, wir teilen nicht jedes Anliegen der Volksinitiative. Während die Volksinitiative den Ganztagsunterricht ablehnt, sind wir für den Ausbau von Ganztag. Das haben wir auch nie abgestritten. Gerade ist dann noch gesagt worden, die Volksinitiative löst nicht alle Fragen. Und das will sie auch gar nicht. Also das kann sie auch gar nicht. Das löst nicht die ganzen Schulprobleme. Aber ich glaube, das muss sie auch gar nicht. Wir müssen aber doch zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen in NRW das G8 nicht wollen.
verlässliche Untersuchungen sagen, 75% der Menschen in NRW wollen es nicht. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, da müssen wir handeln. Die Schüler wollen es nicht, die Jugendverbände wollen es nicht. Das ist vorgestern hier noch gesagt worden im Landtag. Und einfach zu sagen, weiter so, reicht nicht. Zum einen ist die Durchsetzung des Willens der Menschen in NRW für uns ein sehr wichtiges Kriterium. Außerdem ist die eingebrachte Volksinitiative für uns eine gute Basis für die Weiterentwicklung der Schule. Es geht nicht um ein Zurück, es geht darum, das habe ich auch immer wieder gesagt, zu gucken, wie können wir eine Oberstufe dann strukturieren, wie können wir da flexibel arbeiten. So, und dann komme ich noch zu den Entschließungsanträgen. Ja, ich schließe mich da der Frau Geber natürlich, Frau Geber, vollumfänglich an. Ich finde das schon witzig. Zwei Sachen möchte ich noch sagen. Das ist zum einen, da steht in beiden Entschließungsanträgen die geforderte Rückkehr zum neunjährigen gymnasialen Bildungsgang und die verbindliche Reduzierung löst nicht alle Probleme, das ist wahr. Der Landtag ist sich zudem bewusst, dass es neben dem Wunsch derjenigen Eltern, die sich an der Volksinitiative beteiligt haben, auch Gymnasien gibt, die im Konsens aller Beteiligten am achtjährigen Gymnasium festhalten wollen. Ja, meine Damen und Herren, dann geben Sie es doch einfach frei. Lassen Sie doch die Schulen entscheiden. Dann kann doch die Schulkonferenz gucken. Dann müssen, wir müssen doch, ja, dann kann doch jede Schule das so machen, erstmal wie sie will. Und das ist ja nicht nachzuvollziehen. Einen letzten Satz noch. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ich finde die FDP da ehrlich, das finde ich großartig, auch wenn wir die Meinung nicht teilen, aber dieses Geschwurbel von der CDU, die heute jetzt auch noch twittern, Moment, SPD und Grüne machen es sich einfach, sehr viel schwerer machen sie sich das hier auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper.